Gelingt heute der Sprung über die 11.800er Marke und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf eben diese Märkte. In den letzten Tagen ist er nicht gelungen, aber das ist durchaus regeltypisch, was der DAX da veranstaltet hat. Wir haben einige Gaps nach oben gerissen und tun uns natürlich ein bisschen schwer an der 11.800er Marke, die von sehr großer Bedeutung ist. Wir sind unterstützt beim DAX durch eine Berichtssaison in den USA, die ziemlich gut ist. Die Erwartungen waren natürlich im Vorfeld erneut gesenkt worden, sodass es dann nicht so wahnsinnig schwer ist, eben diese Erwartungen zu übertreffen. Aber es fallen so ein paar Belastungsfaktoren weg, wie etwa der starke Dollar, der sich im zweiten Quartal ein bisschen abgeschwächt hatte. Und das macht dann die Zahlen ohnehin besser. Dann Euphorie über Börsengänge wie gestern PayPal. Das sind Faktoren, die den Nasdaq auf neue Allzeithochs bringen. Den DAX noch nicht, auch den Dow Jones noch nicht. Also es ist eine Tech-Party, die hier stattfindet und ohnehin eine Biotech-Party. Heute dazu mehr auf finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir mal rein hier in die asiatischen Märkte. Wie schaut es da aus? Wir sehen den Nikkei, der gestern ja nicht gehandelt hat wegen eines Feiertags, 0,5% im Plus. Hang Seng und Shanghai leicht im Plus, obwohl der Handel hier negativ startete, hat man sich hier ins Plus gerettet. Dazu kann man allerdings nicht mehr allzu viel sagen. Es handelt sich nicht mehr wirklich um einen Markt und Australien ist um 0,2% vorne derzeit. Was haben wir heute an Daten auf der Agenda? Nicht so wahnsinnig viel, die Verkäufe bestehender Häuser, die Existing Home Sales, wie es im amerikanischen heißt, stehen an. Immerhin, das sind gut 70, 80, 90% der bestehenden oder der Immobilien, des Immobilienmarktes sind eben diese bestehenden Häuser. 90% genauer gesagt, nicht 70, 80, 90, sondern 90%. Also die klare, überwiegende, der überwiegende Teil eben des US-Immobilienmarkts sind diese bestehenden Häuser. Daher wird man auf diese Zahl in den USA durchaus achten. Ich hoffe, Sie achten auch auf diese Seite hier. Das ist finanzmarktwelt.de. Alles Interessante, Relevante zu den Märkten finden Sie dort. Jetzt rein in die Charts. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die Lage sich darstellt, wie sie sich darstellen könnte. Wir sehen gestern hier dieses wirklich typische Verhalten eines DAX-Index. Wir haben hier das erste große Gap gemacht in Gefolge der Griechenland-Erleichterung, dann das zweite Gap schon kleiner. Also die Gaps nach oben, die werden kleiner. Das ist ein kleines Warnsignal. Aber wir haben hier eben diese dicke Unterstützung bei 11.600 und wir haben hier einen Doppeltop bei 11.800. Das ist die Situation. Gehen wir über die 8.000 nachhaltig drüber, dann ist richtig Power. In der Geschichte fallen wir unter die 11.600, dann droht hier eine Top-Formation mit möglicherweise einer Schulterkopf-Schulter sich nach unten aufzulösen. Weiß man es, das wird der weitere Kursverlauf zeigen, eben ob der Sprung über die 11.800er Marke gelingt. Im größeren Zeitfenster sehen wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt charttechnisch. Wir haben den Abwärtstrend hier überwunden und haben hier die 11.600 bestätigt, jetzt die 11.800. Der nächste größere Widerstand dann erst im Bereich 12.050-60, wenn wir hier nachhaltig den Sprung eben über diese 11.800er Marke schaffen. Was machen die Amerikaner derzeit? 18.075, der Dow Jones, die aktuelle Taxe. Wir sehen den Euro bei 1,0827, wenig bewegt. Wir sind jetzt wieder eine Etage tiefer gekommen, was vorher sich bei 1,9 abgespielt hat, bei 1,10 abgespielt hat. Das spielt sich jetzt überhalb der 1,08er Marke ab. Derzeit wenig Hoffnung für die Euro-Bullen, aber das kann sich ändern mit den Zahlen zum Beispiel aus den USA. Wir sehen das Gold schwach, 1104, nachdem gestern ja im asiatischen Handel dieser Flash-Crash stattgefunden hat. Nicht wirklich erholt, auch das Silber steht allerdings besser da als das Gold, klar, solider, klar, besser auf den Beinen. Wir sehen hier das amerikanische WTI, das sich über der 50er-Marke im September-Kontrakt hält. Nicht wirklich bullisch, aber eben auch kein ganz großer Druck. Möglicherweise kommt langsam mal so eine Wende bei den Rohstoffen rein. Es wäre Zeit. Das Dollarspiel ist ein bisschen überreizt. Ob das auch für den DAX gilt, ist schwer zu sagen. Wir müssen jetzt mal abwarten, ob der DAX wirklich die 11.800er Marke knacken kann. Ob das gelingt. Wo ja, sind die Perspektiven 12.060 auf der Oberseite. Wo nein, ist die 11.600 die relevante Unterstützung in ein angenehmen, erfolgreichen, wunderschönen und allerbesten Tag überhaupt. Bis dann, ciao.